When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt im Kinderzimmer angekommen und hier herrscht einfach nur das Chaos. Ihr wisst, es ist nicht immer so, ne? Aber ja, wir haben jetzt einfach gar nichts mehr hier gemacht, weil wir hier ausmisten werden. Deswegen liegt hier auch alles rum. Und ja, so sieht das Chaos jetzt gerade aus. Und ich werde jetzt anfangen, hier Sachen auszumisten. Und wenn der Alexandro von der Schule kommt, wird er sein Spielzeug sich mal unter die Lupe nehmen und angucken. Und dann kommt einfach alles in den Karton, womit er nicht spielt. Na, und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Vielleicht spenden, Sachen, die noch gut sind. Und ja, mal schauen. So, ihr Lieben, hier hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Ich habe ein bisschen ausgemistet. Ja. Hier muss ich jetzt noch. Und hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Karton ist fast voll mit Sachen aus seiner Babyzeit und ja, Kindheit. Erinnerungsstücke auch. Das Stillkissen, das hatte ich oben, damit er das so drunter macht unter seinem Kopf, aber das will er nicht so, das tue ich jetzt hier rein. Falls mal wieder eine zweite Schwangerschaft kommt. Und dann habe ich hier noch so Kissen, die sind halt etwas babymäßiger, die kommen weg. Und da oben habe ich jetzt einfach nur die gelassen, seine Spider-Man, hier das Äffchen und diesen Panda. Dann lasse ich da oben ein Bett, muss ich auch noch beziehen. Und dann zeige ich euch gleich das Zimmer, wenn es fertig ist. So, ihr Lieben, ich bin jetzt soweit vorerst fertig. So sieht hier einmal der Eingangsbereich aus, beziehungsweise, ja, wenn man so reinschaut. Aber die Regale will ich noch austauschen, da kommen schönere hin. Muss ich nochmal gucken. Von Desenio habe ich ja auch Poster bestellt, die kommen dann hier noch hin. Also coolere Poster, so im jugendlichen Stil. Ich wollte diese Blümchen da abmachen, die habe ich leider nicht abbekommen. Deswegen bleiben die jetzt erstmal da dran. Ja, hier hat er sein Fernglas. Da kann er draußen die Leute beobachten. Hier den Schrank oder das Regal habe ich auch einmal aufgeräumt. Jetzt sieht das hier ein bisschen aufgeräumter aus. Entschuldigung. Ein paar Spiele habe ich weggetan. Das ist jetzt vom Staub. Ah, dann juckt das immer in der Nase. So, seine Spiele. Was ich nicht aufgeräumt habe, ist hier die Lego-Ecke, weil hier dieser Schrank kommt weg. Und ich will dieses Regal mit diesen Fächern haben. Da kommt dieses Lego rein. Also das von Ikea, so ein Lego-Regal. Das hat hier so Fächer zum Rein- und Rausziehen. Wenn ich bei eBay Kleinanzeigen keine finde, dann kaufe ich die bei Ikea neu, aber müssten eigentlich welche da sein. Ja, diese ganzen Baby-Gedöns-Sachen habe ich weggetan, genauso wie hier. Das ist weg. Ja, und dann hier die Ecke von seinem Bett. Sein Bett muss ich gleich noch beziehen. Ansonsten, genau, habe ich hier seinen Schreibtisch aufgeräumt. Das sieht hier zu aus. Sein Boxsack.
Hier müssen wir noch gucken mit Alexandro. Gemeinsam, was er braucht, was er nicht braucht. Hier hat er seine Angeln, sein Keyboard oder mein altes Keyboard. Genau, wenn er jetzt gleich von der Schule kommt, dann misten wir das Spielzeug aus. Und wir schauen noch hier wegen dem Lego. Ansonsten bin ich erstmal soweit fertig mit Aufräumen. So, Alexander ist jetzt von der Schule gekommen. Findet sein Zimmer richtig schön aufgeräumt, ne? Hat die Mama gut gemacht? Hallo? Ja, was machst du denn da? Raus sind zu klein. Stifte austauschen? Ja, das ist gut. Stifte, nicht Schifte. Ja, Stifte. Ja, das ist auch gut so. Weil letztes Mal sahen die echt nicht mehr feierlich aus. Genau, dann mach mal schön neue rein, ne? Damit wir da keinen Ärger kriegen. So, und nachher misten wir hier mal das Spielzeug aus. Hier ist ja der ganze Karton hier voll. Hier muss ich ihn noch fragen, ob er die haben möchte, die Spiele, oder ob die weg können. Jetzt wollte er, hier durch den Nagel rum, war nicht schlecht. Jetzt wollte er Spiegelei. Habe ich ihm jetzt drei Eier gemacht. Für mich auch eins. Ich bin nicht so der Ei-Fan, aber eins esse ich jetzt mit Maggi, mit ihm mit. Komm, Mausi, Essen ist fertig. Oder mach eben dein Dingens da fertig, ne? Und dann komm essen. Alles gut, Schatz. Dann mache ich jetzt noch die Zimtschnecken. Mausi, kannst du mir mal sagen, hier, guck mal, ich habe da so Sachen rausgestellt. Kannst du da mal gucken, was du möchtest, was du davon behalten möchtest? Also, erstmal habe ich gleich eine Aufgabe für dich. Du hast doch diese Krabbe, ne? Wo man das Toast so dran macht. Das müssen wir noch alles da drauf kleben. Das ist für mich. Willst du das anziehen? Das ist ein, da steht Giorgio drauf, Giorgio. Ist so ein Armband. Okay. Ja? Können wir nachher anziehen, Schatz. Nachher mache ich dir das dran. Ich kann mich dann auch. Kannst du? Und hier, sag mir mal bitte, hier sind Fortnite-Karten. Willst du die behalten? Die willst du nicht. Und das hier, guck mal, hier hast du Pokémon und Lego. Was ist mit den Karten? Sonst verschenken wir die. Die willst du behalten? Die will ich behalten. Die behältst du alle? Die auch. Die Socken mit Fortnite-Karten. Ich meinte. McDonald's? Jago. Nein, Jago. Nicht. Transformers ist das. So. Nicht? Also das kann alles weg. Fortnite auch. Also soll ich dir keine Fortnite-Karten mehr kaufen? Was? Kaufen oder nicht? Nein. Nein, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Meinst du, der Eamon will das haben? Oder sollen wir das anderen verschenken? Andere. Würdest du das vielleicht in der Schule jemandem verschenken? Ah, die sieht aber auch cool aus. Glitzert so. Ist von was? Lego. Willst du die in die Schule mitnehmen? Kannst du die da vielleicht jemanden verschenken? Oder? Darf ich nicht mitnehmen? Ach so, dürft ihr nicht? Behalten? Das will ich auch nicht. Das ist die verbesserte in Glitzer. Willst du nicht behalten? Die ist auch cool. Hey, ich habe die zweimal.
Steht der gleiche da drauf? Ja, ist genau gleich. Kann ich hier verschenken? Mhm. Ja, was sollen wir damit machen? Willst du die dem Eamon geben oder willst du die mal bei Papa mitnehmen? Ob da jemand ein Kind das möchte? Oder sollen wir die an die Abonnenten verschenken, an irgendein Kind? Verschenken. Ja? Okay, Schatz, dann tue ich das in den Karton und vielleicht mag das ja jemand haben. Können sich ja dann melden, ne? Wenn eure Kinder sowas sammeln. Sagt Bescheid. Wir signieren es auch gerne. So, und in den Karton, was weg kann. Ja, und dann habe ich hier noch, Schatz, das Puzzle. Das behalten wir, ne? Können wir ja zusammen puzzeln. Hier hast du noch ein Puzzle. Willst du das behalten oder sollen wir das zu Papa abgeben? Kannst du bei dem puzzeln? Oder sollen wir das ein Kind verschenken? Papa abgeben. Papa, ne? Dann kannst du da puzzeln. Und dann haben wir hier noch, guck mal, die Jaja hatte dir das gekauft. Hier hast du so eine kleine Murmelbahn. Willst du die haben oder sollen wir die wegtun oder... Willst du die behalten? Willst du die bei Papa? Willst du die verschenken? Dun, 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 dun. Verschenken? Okay, dann kann die Murmelbahn auch weg. Ja, dann kommt das auch hier ans Häufchen. Für die Sachen, die weg können. Dann gucken wir mal, wer so ein kleines Paketchen von uns kriegt. So, jetzt ist Alexandro fleißig. Alexandro ist jetzt am Ausmisten. Ich habe ihm hier einen Karton hingelegt. Alles, was er nicht braucht, in den Karton rein. Alles, was du... Yeah! Alles, was du behalten willst, auf Seite und dann wieder rein. Ne? Mhm. Sehr gut. So. Ja, wo tun wir jetzt das Puzzle noch hin? Hier zwischen. Ja, ausmisten ist nicht schlecht, ne? Dann findet man Spielsachen wieder, die man lange nicht mehr gespielt hat. Sonst ist er hier nie dran. Also der spielt fast gar nicht mit den Sachen. Mit Lego, ja. Lego, Nintendo. Aber sonst hier gar nicht. Ne? Was du nicht willst, kommt auf Seite. Tschüss. Ja, ist ja auch ein Flugzeug. So, komm, du sollst nicht spielen, du sollst hier aufräumen. Ja, so räumt das Kind auf. So räumen Kinder auf. So, ihr Lieben, ich mache jetzt Zimtschnecken, aber die gekauften. Ich habe gerade ein Geschenk bekommen von meinem Sohn. Der weiß, dass ich sowas mag. Flamingo-Glieder. Quack, quack. Oder wie auch immer die Flamingos machen. Quack, quack. Bestimmt nicht. Ein Einhorn. Was gibt's denn da? Krieg ich noch mehr? Mhm. Ein Einhorn. Noch eine Eule. Dankeschön. Bitte. Hey ihr Lieben, ich bin gerade am Zentrum im Parkhaus und ich warte jetzt auf Saida. Die hat nämlich oben geparkt, unten geparkt und ich warte jetzt auf sie. Und dann gehen wir schön Black Friday shoppen. Yay! Black Friday. Ja, falsche Kommunikation. Ich habe draußen gewartet. Sie hat drinnen gewartet. Jetzt habe ich ihr gesagt, bleib wo du bist. Ich komme zu dir. Guck mal, was ich finde. Mein Zentrum ist richtig ausgestorben. Richtig leer. Gucken Sie das. Oh, der Weihnachtsbaum ist toll in der Mitte. Ich zeige euch den mal. Thank you.
Jetzt rieche ich hier die ganzen Essensläden und ich krieg Hunger. Mal gucken, wo die ist. Wo ist die denn? Mein Gott. Ich glaube, ich sehe sie. Oh, lecker. Wir sollten immer zusammenfahren, weil das funktioniert. So, wir haben uns gefunden. Los geht die Shopping-Tour. Shopping. Ich bin jetzt wieder daheim und ja, viel haben wir nicht geshoppt, aber wir waren halt bei Richards. Mal eben, ich habe danach noch so ein Backfischbrötchen gegessen und ein Matthias-Brötchen. Oh, ich liebe Matthias-Brötchen. Viele mögen das nicht. Mögt ihr es? Schreibt es mal in die Kommis. Ja. Ich war bei Richards und habe für die wenigen Sachen, die ich euch gleich zeige, 70 Euro ausgegeben. Es war heute VIP-Shopping. Da bekommt man noch eine Goodie-Bag mit 2 Originalgrößen mit dazugelegt. VIP-Shopping hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erklärt. Da könnt ihr einen Termin machen und dann habt ihr einen persönlichen Betreuer sozusagen und der ist dann die ganze Zeit für euch da. Und ja, dann macht ihr euer Tütchen voll und bekommt noch eine Goodie-Bag. So, ja, jedenfalls, das ist ein Goodie, was ich bekommen habe. The Ritual of Tsuru. A Wish for Happiness. Ja, das ist das hier. Ja, ich habe es geschafft. Ist nicht so meins. Das riecht irgendwie so nach Marzipan und Alkohol. Also irgendwie so eine komische Mischung. Und dann gab es noch ein Goodie dazu. Das ist diese Handcreme, The Ritual of Sakura. Nee, das ist keine Handcreme. Das ist eine Bodycreme. Reismilch und Cherry Blossom. Sieht so aus. Mal dran schnuppern. Ja, riecht ganz angenehm. Riecht so frisch, kirschig. Dann habe ich einen neuen Raumduft mitgenommen. Also diese Duftstäbchen. The Ritual of Happy Buddha. Mit Sweet Orange and Cedarwood. Also Orange und Sandelholz. Ja. Die Raumdüfte finde ich ganz gut. Und noch ein Raumduft. Auch so ein mit den Stäbchen, so wie ich im Badezimmer schon habe. Das ist mit Feige. Das roch sehr, sehr gut. Ja, habe ich das mal mitgenommen. Und das hier, The Ritual of Ayurveda. Hair and Body Mist. Indian Rose und Golden Honey. Das fand ich auch sehr gut. Für die Haare zum Beispiel oder Körperspray. Und von dem gleichen habe ich noch ein Body and Hair Öl. So ein Trockenöl für Körper und Haare. Also in die Haare werde ich es mir nicht reinmachen. Da habe ich schlechte Erfahrungen. Aber das riecht jetzt schon. Das riecht mega, mega gut, wirklich. Richtig gut. Und es gab noch 2 Pröbchen umsonst. Das ist ein Aftershave. The Ritual of Samurai. Das ist für Männer. Ja, werde ich dann Ermin schenken.
Und die Parfums sind auf 50% runtergesetzt. Ich habe keins geholt, weil mir gefällt auch nur dieses eine. Aber die Männerparfums riechen auch sehr gut. Also, wenn ihr mal sparen wollt, die sind jetzt 50% günstiger. Nee, gar Quatsch, gar nicht 50%. Die kosten anstatt 60 irgendwie nur noch 40. Das Eau d'Orient riecht mega krass gut. Das hatte ich ja letztes Mal geholt. Könnt ihr mal dran schnuppern. Und was ich noch gekauft habe, ich war bei DM und habe mir einen Schwangerschaftstest geholt. Denn